Seit heute Vormittag steht diese Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl im Barleber Breiteweg gegenüber der Villa Brandt. Das ist er also, der Liebesschlösserbaum, der noch lange nach der 950-Jahrfeier dazu anregen soll, seine Gefühle fest an diese Kettenglieder zu schließen. Die Gemeinde Barleben hat im Zusammenhang mit ihrer 950-Jahrfeier überlegt und um Vorschläge gebeten, wie man diese Feier ausgestalten kann. Wir haben uns in der Agentur Gedanken darüber gemacht, wie man ein Projekt realisieren und umsetzen kann, das auch über den Tag, also über die 950-Jahrfeier hinaus, Bestand hat. Die Idee, ein graviertes Schloss als Liebesbeweis zu benutzen, kommt aus Italien und wurde durch Literatur und Film weltberühmt. Hier in Paris, in Salzburg oder Köln hängen die Schlösser an Brücken und die Pärchen werfen den Schlüssel in den Fluss. Ein Liebesbaum wie in Barleben gibt es schon lange in Moskau. Und so ist die Idee des Liebesschlösserbaumes entstanden, der jetzt hier im öffentlichen Raum in Barleben seinen Platz gefunden hat und 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht für die, die es möchten, ihre Liebe auch optisch kundzutun und hier ihr Liebesschloss anzubringen. Wenn das Gehwegpflaster wieder geschlossen ist, soll diese Idee nicht nur junge Leute ansprechen. Dieser Herr zum Beispiel feiert zusammen mit seiner Frau am 20. Juni zum zweiten Mal silberne Hochzeit. Können Sie sich vorstellen, hier mit Ihrer lieben Frau am Hochzeitstag früh morgens ein Schloss an den Liebesschlösserbaum zu hängen? Da muss ich erstmal mit meiner Frau sprechen, was sie meint. Bleibt noch die Frage, wo man ein graviertes Schloss herbekommt. Wer nicht in den Baumarkt und zu Mr. Minute will, bestellt im Internet ab 14,40 Euro.